Buch der Sprüche, Kapitel 4, ab Vers 11. Ich will dich den Weg der Weisheit lehren, dich leiten auf gerader Bahn. Wenn du gehst, so wird dein Schritt nicht gehemmt, und wenn du läufst, so wirst du nicht stauchen. Halte fest an der Unterweisung, lass sie nicht los, bewahre sie, denn sie ist dein Leben. Begib dich nicht auf den Pfad der Gottlosen und tu keinen Schritt auf den Weg der Bösen. Meide ihn, überschreite ihn nicht einmal, weiche davon und geh vorüber. Denn sie schlafen nicht, wenn sie nicht Böses getan haben. Der Schlummer flieht sie, wenn sie niemand zu Fall gebracht haben. Denn sie essen gesetzlos erworbenes Brot und trinken gewaltsam erpressten Wein. Aber der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichtes, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Der Weg der Gottlosen ist dichte Finsternis. Sie wissen nicht, worüber sie stauchen. Mein Sohn, achte auf meine Worte. Neige dein Ohr zu meinem Reden. Lass sie nie von deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innersten deines Herzens. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leib. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Tue hinweg von dir die Falschheit des Mundes, und verdrehtes Reden sei fern von dir. Lass deine Augen gerade ausschauen und deine Blicke auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Mache die Bahn für deinen Fuß gerade und alle deine Wege seien bestimmt. Weiche weder zur Rechten ab noch zur Linken. Halte deinen Fuß vom Bösen fern.